Als Regionalleiter der Meisterstraße aus Seeland Ennstal möchte ich hiermit herzlich zu einer Reise zu unseren Handwerksbetrieben einladen. Hier werden Sie unsere Meisterbetriebe besuchen können und deren traditionelle Handwerkskunst und Kultur kennenlernen. Getragen wird die Meisterstraße aus Seeland Ennstal durch die RegioZ. Unsere Arbeit wird uns ermöglicht durch Fördergelder der EU über die LA 16 in Graz und das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. Ich lade Sie nun ein, einen unserer Meisterbetriebe zu besuchen. Bad Aussee. Mitten im Herzen Österreichs findet sich diese idyllische kleine Stadt. Neben der Schönheit der Natur gibt es im Zentrum der Stadt einen heißen Tipp für Genießer, die Wert legen auf heimische Gaumenfreuden, die nicht nur mit viel Können und Geschick zubereitet werden, sondern vor allem mit Feingefühl und Liebe zum Detail. Die Rede ist vom Spa-Hotel und Restaurant Erzherzog Johann, ein weiterer Meisterstraßenbetrieb des Ausseerland Salzkammergutes. Bevor es in das Herzstück des Hauses, der Küche, geht, holt sich Küchenchef Manfred Meyer einen Teil seiner Zutaten im eigens angebauten Kräutergarten. Zurück in der Küche ist Manfred Meyer voll in seinem Element und an Kreativität und Energie kaum mehr zu stoppen. Gerade durch die besonders raffinierte Variantenvielfalt in der Zubereitung des Seesaiblings ist der junge Koch in der Meisterstraße des Ausseerland Salzkammergutes vertreten. Aus den umliegenden Seen gelangt der Fisch direkt in die Küche, wo das zartrosa Fischfleisch verarbeitet wird. Eine sehr beliebte und oft georderte Speise ist der Ausseer Seesaibling in Salzkruste, eine echte regionale Spezialität des Hauses. Mit einer speziellen Füllung verarbeitet und in Salzkruste eingelegt, kommt der Seesaibling bei 200 Grad Celsius für eine knappe Stunde in den Ofen, um heranzureifen. Während der Wartezeit bereitet der passionierte Koch eine weitere Köstlichkeit vor: hausgemachte Ravioli mit einer ganz speziellen Saiblingsfarce. Der Küchenchef legt Wert auf die hohe Qualität seiner Produkte und vor allem, dass in seiner Küche alles selbst zubereitet wird, selbst der Ravioli-Teig. Sogar der Teig wird mit hauseigenem Dill vermengt. So bekommt man Ravioli im 70er-Jahre-Tapetenmuster-Look, schwärmt der Koch. Ein paar Runden durch die Presse vergehen schon, bis der Teig so richtig fein ist, um weiterverarbeitet werden zu können. Mit der eigens zubereiteten Füllung entsteht so eine Ravioli nach der anderen. Kurz im Salzwasser gebadet und in heißer Butter geschwenkt, ist auch dieses Gericht bereit zum Servieren. Mittlerweile ist auch der Ausseer Seesaibling fertig. Liebevoll dekoriert dürfen sich hungrige Gäste nun auf wahre Gaumenfreuden gefasst machen. Ein steirischer Sauvignon Blanc runden diese Spezialitäten noch ab. Küchenchef Manfred Meyer behält seine Küchengeheimnisse jedoch nicht für sich. Er schätzt die persönliche Begegnung und den Austausch mit seinen Gästen. Bei seinen wöchentlichen Kochshows gibt der leidenschaftliche Koch Tipps und Tricks an Gourmets und Hobbyköche weiter. Thank you.
Küchenchef Manfred Meyer mit seiner leichten regionalen Küche mit mediterranem Touch hat sich einen besonders genussvollen Ruf als Meisterstraßenbetrieb in der Region gemacht.